Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir ordentlich Schreine gemacht. Und wir haben jetzt gesehen, dass uns wie halt Pan-Quests fehlen. Wir gucken jetzt einfach nach. Und hier ist schon mal die erste Quest bei dem Blatter-Banter-Brücke, die wir nicht gemacht haben. Das wollen wir doch nachholen. Guter Riecher. Oh, Rutsch, die Spur ist verschwunden. Irgendwas mit Tannenzapfen. Oh, hallo, Kollege. Oh, siehst gut aus. Ja. Hier, überall sind weiße Ziegen, die werden gezüchtet und Prinzessin Zelda ist auch nicht da und irgendein Ziegenhirt. Geh da mal hin. Du musst die Quest aktivieren. Na gut, ich glaube, das markiert halt immer einfach nur den Stall hier. Warum sind sie fort? Wo sind die Ziegen? Oh, nee, die sind das alle ist weg. Ein Rezept. Die Markierung ist direkt auf ihn drauf. Flasche mit Rezept davon. Aber es ist eine, die wieder am Wasser ist, das hatten wir doch schon mal. Nein, er hat, glaube ich, erzählt, dass die eine Ziege die gegessen haben soll. Das ist blöd. Geh mal nochmal in das. Chuck zufolge ist eine Gruppe weißer Ziegen, die mit einem vom Prinzessin Zelda konzipierten Futter gefüttert wurden, fortgelaufen. Er fand auch einige in der Gegend verstreute Hyrule-Tanzapfen. Sie waren ins Futter gemischt worden. Aber die Ziegen hatten sie nicht angerührt. Sind die Ziegen in das Futter ausgebüxt und wo könnten sie jetzt sein? Das weiß ich tatsächlich. Sind die weit weg? Nein, warte. Zurück. Stopp. Du solltest dort eine Spur finden von Tannenzapfen. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt beiden Pen-Quests und den Himmel und vielleicht nochmal den Turm, je nachdem, wie lange die Pen-Quests dauern. Die zweite Pen-Quest ist im neuen Gebiet, das kommt dann erst dann. Nee, aber nee, es müssen noch. Achso, die. Glaubst du, die letzte ist eine finale Quest? Oder siehst du das? Ja, ich sehe, dass das im letzten Stall ist, den wir noch nicht haben. Ja, aber es fehlen noch drei, dachte ich, nicht Nein. zwei. Wir hatten die letzte doch gemacht mit dem. Einem Musiker. Achso, und hier übrigens, wenn wir laufen. Dann spawnen wir diese Lichtdinger, das war nicht von dem Schrein. Er hat doch beim letzten Mal gesagt, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, wir werden ja gleich sehen, was er sagt. Hier im Gras sind jetzt die Tannenzapfen. Sonst gleiche ich das einfach nochmal mit dir. Aha. Oh, da sind ja meine Ziegen. Ach, Flaschen ist halt auch so ein Ding, dass es das hier nicht gibt in dem Spiel. Was ist denn das da rechts? Ach, so ein Gegner einfach. Ich wollte gerade sagen, warum ist das so gelb? Links. Hey, Kollege! Oh, ich habe alles gesehen. Du bist ja richtig gut gefolgt. Das Rezept hatten sie auch. Oh, 11 Gerüchte haben wir schon. Hier ist deine Belohnung. Hier ist noch ein Bonus von Kletis. Ah, dann 100er nochmal. Gut, das war wahrscheinlich die vorletzte. Abflug! Ja doch, wenn man 100 nochmal als Belohnung drauf kriegt, war das wahrscheinlich die vorletzte. Aber mal erzähl mal, die von ihm sind, dann können wir ja mal gucken. Die hängen doch alle zusammen da. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nee, 10. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 haben wir. Ja, warte mal, ich hab hier noch, was ich jetzt vorlesen kann. Wir müssen das jetzt abgleichen, dann machen wir die andere direkt auch noch. Fang mal oben an bei dem, ja? Ja, warte. Bei mir, das hier, ich sehe, oh du süße Prinzessin. Was machst du denn? Ja, haben wir. Ja, ich habe geguckt, wo es also anfängt. Bei verschwundene Gartengeräte. An. Haben wir. Ein Orakel. Haben wir. Eine Serenade für die große Fee. Das haben wir nicht.
Nee. Haben wir nicht. So ganz sicher? Hatten wir das nicht gemacht? Eigentlich schon, aber das steht nicht hier als abgeschlossen. Ah, nee. Vielleicht muss man alle Feen erst machen und das, also dass das letzte nochmal eine ist. Mach mal weiter. Oder guck, wo sie ist. Eine schaurige Stimme. Ja, das war ja die erste mit. Das goldene Pferd ist das, was noch fehlt. Das andere. Stopp. Ja, goldene Pferd und diese Serenade, die beiden fehlen. Warte. Feinschmecker vermisst. Ja. Prinzessin auf Monster. Aber. Kummer der Ziegen. Haben wir. Hilfesuchende. Das war, glaube ich, das erste, ja. Die versiegelte Quelle. Ja. Prinzessin Zelda führt, okay. Oder so, die beiden. Ja, das. Warte, ich muss hier gucken. Renade und das goldene Pferd, die beiden fehlen. Aber dann müsstest du die noch aktiv haben, glaube ich. Nein, nicht, das ist keine Hauptquest. Nein, das ist auch keine Episode. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ach, gehen wir jetzt erstmal. Da hätten wir ihn nochmal ansprechen müssen. Wo waren das? Welcher Stall waren das? Das war im Wald von Hyrule. Wald des Waldes. War das hier oben einer? Das war doch einer der letzten. Das ist doch hier irgendwo. Da unten, da. Schlucht von Eldin nördlich davon. Ah ne, doch hier schon. Aber ich meine, dass er auch Abflug gesagt hat. Das zählt ja immer als geschafft dann. Was steht denn hier? Verstehe ich jetzt nicht. Oder hast du die Quest einfach übersehen? Vielleicht war die doch weiter oben oder weiter unten. Ja, wenn alle anderen sortiert sind. Ja, weil das halt mit den Feen zusammenhängt, keine Ahnung. Dann will ich auch nochmal alle Quests durchgucken. Ja, müssen wir machen. Wie hieß die genau? Eine Serenade. Für die große Fee. Ja, über Caesar. Oh, na gut, dann fehlt wirklich noch die letzte. Alles klar. Nee, nicht alles klar. Das war eine normale Nebenquest. Ich will schon mal gucken, ob da wirklich Penn dran stand. Ja. Und warum ist die woanders zwischen? Das nervt mich. Hallo. Weil es eine Episodenquest ist. Ja, und das ist anders aufgedröselt. Naja, gut. Da fehlt wirklich noch eine. Sehr schön. Dann geht's jetzt in den Himmel, dann in den nächsten Bereich, dann können wir die andere Quest vielleicht schon direkt machen. Je nachdem, wo der Schrein halt ist. Im Himmel, wie gesagt, gibt's jetzt nur noch... Also das Runterspringen sollte man dann zuletzt machen. Oder warte mal, landete man da nicht oben dann auch wieder? Weiß ich nicht mehr. Ich würde erst das untere machen, dann den Sprung als letztes. Also von vorne nach hinten halt. So, sind wir jetzt hier direkt? Ja. Ja, das war direkt hier alles. Dann kann man sich da mit Decken springen, hoffentlich einfach hocharbeiten oder wir bauen halt irgendwas. Hierauf ist nichts, auf den kleinen Kackdingern ist auch nichts.
Hier sehe ich nichts, außer ein paar Äpfel und Blumen. Unten drauf ist nichts. Das ist ein Krog. Ah, nee, doch nicht. Das ist aus wie so eine Plattform. Hier ist was zum Wegschießen. Könnte einer der letzten Automaten sein. Warum hast du nicht fünf? Weil es große waren. Es waren schon große. Ja, dann ist gut. Blitzschmeißer. Lenkautomat. Ja. Der anderen. Das war, glaube ich, der Schrein. Das Ding ist, wenn wir gegen den. Ich würde schon gegen dieses Konstrukt da umkämpfen, gleich, glaube ich. Aber wenn es hier direkt ist, können wir es ja machen. Ich würde sagen, dann jetzt kriegt man auch wieder eine Karte eventuell von einer Truhe, die wir nicht geöffnet haben. Oder doch geöffnet haben. Ja, ja, da können wir ja nochmal nach Sachen, die wir wirklich wollen, nochmal gucken. Zum Beispiel, dass wir das Twilight Princess-Ding fertig kriegen. Dass wir das letzte Energieding kriegen, wo die wirklich sind, kann man ja sonst auch nochmal gucken. Ja, also allgemein diese Items, diese, auch das Wanderset, der Wander. So, wohin wollen wir uns denn schießen? Ja, da hoch nehme ich an. Nee, von da kommen wir doch. Da bin ich jetzt doof. Nee, bin ich. Ich bin doof. Nee, bin ich nicht. Aber wollen wir da nicht erst zur Arena? Die Arena ist dahinter noch. Ja, dann geh doch mal in die Richtung jetzt erstmal. Will ich auf dem Ding draufstehen, wenn ich geschossen werde? Das ist aber die Frage, das wird doch viel zu wenig sein, oder? Ne, da unten ist die Arena. Mit dem Ding können wir dann da hochfliegen. Ich denke, hier ist wieder was zum Fliegen bauen, hoffentlich. Muss sogar was fährt. Nee, ist es nicht. Da ein bisschen. Ja, die Dinger werden vielleicht auch reichen. Vor allem mit mehr. Ach, guck mal, er hat das Ding sogar. Ja. Da unten am Fuß. Ein Viertel Herz hat er gemacht. Das ist Alpha, der ist noch nicht so schlecht. Noch nicht so gut. Also wissen wir jetzt, Alpha ist wirklich das Schlechteste. Gut, dann also mit diesen Plattformen irgendwie was bauen, was uns dann da hochbringt. Raketen, würde ich behaupten. Hat der jetzt keine. Gab's keine Truhe? Nee, der hatte das Ding halt. Oder was sehe ich irgendwo die Truhe? Nee, das wird schon stimmen. Okay, da hinten waren aber Raketen. Es gibt wahrscheinlich. Was machst du zuerst? Wir laufen da hinten hin, auf den Dingern waren Raketen. Dann müssen wir damit aber irgendwo da hinten hinkommen. Auf der einen Insel waren wir jetzt immer noch nicht, oder? Ja, auf der oberen noch nicht. Da gibt es ja zwei kleine, genau. Eine davon ist, glaube ich, die. Ja, das ist der Kreis. Da müssen wir dann springen. Beim anderen könnte es vielleicht noch eine Kiste geben oder so. Was ist das rechts? Warum leuchtet das so anders? Oder leuchtet der an der Seite immer so? Ah, die leuchten nicht. Okay.
Das wird knapp. Wir müssen gleich noch ein Stück höher. Dafür können wir noch einen aus unseren. Oh, doch. Dotzen wir an. Oh, wir fliegen sogar drüber. Sehr smooth. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich... oh nein. Wie kriegt man sowas hin, frage ich mich. Immer wieder. Immer wieder aufs Neue denke ich mir so, wie geht das? Wer kriegt das immer wieder hin? Ja, ein bisschen cool war. Das ist halt echt nervig, aber irgendwie war es auch ein bisschen cool. Oh. Lustig mein ist Gott. Es auch irgendwie, aber nee. Wir waren so gut. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert? Ja. Was mir auch eingefallen ist, ich glaube, es gibt noch eine Quest. Das war so diese. Bei den Gewitterinseln da irgendwie, das weggeht, das Gewitter. Gut, das brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Das irgendwas bringt. So, jetzt leg es da unten hin. Und dann ist gut. Was wartest du? Ja, ich guck, wie ich das am besten mache. Ja, abtun und einfach da vorne hinwerfen auf die freie Fläche. Ja, was soll denn da passieren? Im Gegensatz zu dem, was eben passiert ist. Es glaubt ihm doch keiner, dass das nicht Absicht war. Na, weiß ich nicht. Ich glaube, Absicht wirkt anders. So, jetzt hier Geschenk und Gutes und dann ab geht's zum letzten Gebiet. Dann kommen wir auch noch bei Mr. Fox. Die Inseln hast du jetzt vergessen. Der Sprung und das kleine Ding. Da sollte auch nicht so lange dauern. Du bist beim Springen eigentlich immer gut gewesen. Wo waren die Sprungrüste? Da ist er. Ich glaube, die Zauberstäbe fand ich am Anfang vom Let's Play irgendwie krasser. Die habe ich irgendwie. Na gut, Feuer macht das halt auch nicht mehr so viel Schaden. Warum Feuer? Ja, Eis und Elektro auch nicht mehr so viel. Und dann darauf die Gegner drauf an. Naja, aber Elektro ist natürlich sinnvoll, weil man dadurch die Gegner dazu bringt, dass sie die Waffe fallen lassen. Eis ist gut, dass sie halt einfrieren und Feuer kriegen sie halt ein bisschen länger Schaden und machen halt auch kurz nichts. Verlieren sie da auch die Waffe bei Feuer? Ich glaube nicht. So. Palma erstmal die kleine Insel an. Ja. Warum hast du nicht Y gedrückt vorher einfach? Oh, was? Naja, du hast jetzt nach oben scrollen müssen so lange. Jetzt Y gedrückt, wärst du direkt bei den Favoriten gewesen.
gut möglich. Was ist blau eigentlich? Was hast du da markiert? Blau ist was Altes, hier unten. Achso. Wo ist denn die einzelne Insel? Gelb. Die erste war gelb, ja. Ach, die ist da ganz oben. Ja, das ist noch eine einzelne, aber das ist die, von der wir springen müssen. Ja. Kommt jetzt hier wieder die andere Moonjump Ding. Doch, da ganz oben denke ich schon. Sieht doch aus wie eine der höchsten, muss man sagen. Ich sehe keine, die irgendwie höher ist. Nee, nicht wirklich. Da hinten der Ball und so, ich glaube, das war das, wo wir auch Moonjump hatten. Kann sein, ne? Oh nein, ist das ein Kriok? Nee. Das ist zu klein für eine Arena. Ja, weil ich denke mal, wenn so eine Spitze ist, ist es immer eine Arena, aber ist es nicht. Warum auch das Motorrad nicht mal wieder runtergehen? Na, da können wir auch so darauf springen. Eine Kiste. Und das könnte jetzt nochmal eine sein, wo hier so ein Weisheiten-Ding. Wir sind nicht im Weltraum gelandet. Oh, da eine Karte. Haben wir schon. Woher weißt du das immer? Weil sonst wohin zoomt. Wo das Ding ist, glaube ich. So. Da, grün. Kann es sein, dass manche Sets wirklich nur zwei Teile haben? Ich dachte, es gibt nur ein Teilset und drei Teile. Ich glaube aber, ein Teilset sind auch immer nur Masken. Mhm. Diese richtige krasse Designermaske da von der einen, Midnas-Maske. Ja, von diesen Kronen halt die ganzen, das Gegner einen nicht angreifen. Okay. Ja. Stimmt. Warte mal. Ich glaube, man muss doch immer einmal so springen, dann kommt dieses Konstrukt, dann muss man es nochmal schneller machen. Man war halt schon krass schnell. Ach so, ich dachte, der steht hier rum, aber nee. Oder ich sehe ihn einfach nicht, aber ich glaube, der kommt dann erst. Nein, der steht hier nicht. Tapferkeit. Da vorne war das. Ach, kannst du gleich nochmal. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Achso, ich dachte, das Blaue muss davor da sein. Ich sag nicht zu schnell. Da ist er aber. Finn, stopp! Finn. Ich weiß nicht, ob die eine jetzt schon weg ist. Ja, mindestens eine, aber ich bin sicher, hat verscheucht beim Rennen und so gerade. Muss halt auch springen gleich. Manchmal kann man sie nicht bekommen. Ah, die könnte nicht genug sein, ja. Da siehst du noch eine andere? Ja, ja, da hinten. Aber noch eine. Ich weiß nicht, ob sie jetzt eben weggeflogen ist, aber eben habe ich noch eine gesehen, glaube ich. Ich sehe das doch immer so zwei, drei. Aber, warte mal, den Kapselautomat hat man noch nicht. Nee. Ja, mal nicht. Ich glaube, das ist jetzt ein Sprungfehl. Die ist direkt am Baum. Ich glaube, die wird nur höher fliegen, wenn du wartest. Wir sollten den Kapselautomaten nutzen und dann sprechen wir mit dem. So, weil der sagt jetzt ja, du kannst wieder nach oben. Ja, sonst haben wir das Teleporter-Ding oben eh aktiviert. Zählt das als Teleport überhaupt? Ja. Das war gar kein Schrein. Muss es ja oder nicht. Ist das. Oder wird das. Nee, jetzt bin ich verwirrt. Das wird ja nicht so schreien. Das ist der Werfer. Automat. Na ja, gut, Scheinwerfer und. Flammenwerfer. So, was sagt er jetzt?
Aber muss man es jetzt doch nochmal? Oder kommt jetzt direkt die Zeit? Nee. Aber man sieht die Ringe kurz vorher, glaube ich. Ah, nee, doch. So, viel schneller ging es, glaube ich, nicht. Die Zeit wurde noch gar nicht gezählt, oder? Na doch, ich denke ja. Oh, das ist doch noch ein Schrein. Ich denke, das hat das schon gezählt, wenn das jetzt schneller war. Hä, aber würde die da nicht stehen? Hätte mich bloß. Ja, sag ich ja. Ich glaube, wir müssen. Opfergabe. Hallo, du musst das zahlen, wie immer. Warum hast du das andere jetzt getippt? Das ist doch immer so gewesen. Höchstens 35 ja. Sekunden. Du hast sogar selber gesagt, dass man es erst einmal machen muss. Ja, aber die sind ja mal gesprungen. Ich hab gerade erzählt, man muss die nur ansprechen, aber nee. Aber wie kommen wir jetzt wieder hoch? Oder ist der Schrein unten? Ich weiß es nicht. 35 Sekunden ist easy, hä? Da musst du dich nicht mehr beeilen. Muss auch ein bisschen Glück haben, wie diese Ringe spawnen. Spawnen immer gleich, oder? Naja, wegen Tempo und sowas. Also eben musste ich mich nicht so viel hin und her bewegen. Ah, da haben wir die ganze Rüstung. Gut, dann können wir es ja direkt ausrüsten. War das jetzt hier unten? Weiß nicht. Ja, wahrscheinlich ist das dann oben. Man kann sich nicht hoch teleportieren. Du kannst ja einfach sagen, du springst nicht, oder? Ich denke ja. Ich glaube, das war, wenn du geradeaus weitergegangen wärst, das sah ja schon so aus, als könnte da einer erscheinen. Ja, mach einfach nur geradeaus runter, mein Gott. Da vorne, ja. Du hast einfach nicht hingeguckt. Oh. Nein! Der Nebel ist auch böse hier. Ja. Ich habe mir mehr beschwert beim Ruhengebiet und sowas, wo dann diese rote da Nebel kam. So, gönn Geschenk. Oha. Oh ne, im Dunkeln. Kein Geschenk für uns. Du kannst sie blenden. Ach nee, warte mal. Das war ein Spiegel. Das blendet wahrscheinlich gar nicht. Mach doch mal wieder dieses Ding nach rüber und dann kannst du von hinten angreifen. Mach das mal. Das sehen wir viel zu selten. Dieses Rüberspringen und so. Jetzt hat es aber ein bisschen übertrieben. Das kann man dran machen ans Schild. Oder woanders.
Kombinieren, schnell. Oh, wie viel das abzieht, das ist aber auch der krasseste Glück. Pass auf! Du hast kein Schild mehr. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. War noch nicht ganz bereit. Ja, du hast noch Schild. Da war keiner ausgerüstet worden. So viele sind es jetzt nicht mehr. Ja, war doch ganz angenehm. Jo. Aber jetzt wirklich. Und im nächsten Part machen wir uns dann auf in das letzte Gebiet. Ich kann es kaum kaufen. Kann es kaum glauben. Oh, Leuchtmedizin. Jetzt haben wir sogar mehr genug, um zweimal Herz zu verbessern, glaube ich. Verstehst du, was ich meine? Es macht keinen Sinn mit den Schreien. Wir haben alle Wurzeln. Oder ja. Kann man am Ende sind es doch deutlich mehr, die man nicht hat. Soll ich, mal? Ich weiß es nicht. Aber gut, ich sage nicht verpassen und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.